Hallo, ich zeige euch jetzt, wie man ganz einfach und schnell einen Fischgrätenzopf macht. Am Anfang ist es am besten, ihr macht einen Zopf, weil so funktioniert es am Anfang am schnellsten und am einfachsten. Wenn ihr das ein bisschen geübt habt, dann könnt ihr es auch ohne Zopf machen. Fischgrätenzopf macht man mit zwei Strähnen. Teilt euch erstmal den in beide auf, gleichmäßig dick. Und das Prinzip ist ganz einfach. Ihr nehmt einfach von den seitlichen Haaren ein paar Haare auf die andere Seite und dann wieder zurück. So. Einmal von rechts eine dünne Strähne nehmen und sie zur linken dazu tun, damit ihr am Ende wieder zwei habt. Das gleiche auf der anderen Seite. Ich nehme hier an der Seite ein paar dünne Strähnen weg von links. Und legt die zu den rechten. Und habe wieder zwei. Jetzt nehme ich wieder welche von rechts und tue sie wieder zur linken. Links und wieder zur rechten. Wichtig dabei ist, dass ihr immer fest nachzieht, weil es sonst zu locker wird. Und dass ihr immer gleich dicke Strähnen nehmt, weil sonst wird es sehr ungleichmäßig. So, und jetzt einfach runterflechten. Ihr könnt da variieren, wenn ihr einen sehr intensiven Fischgrätenzopf haben wollt, nehmt ihr einfach ganz viele kleine dünne Strähnen. Wenn es nicht so auffällig sein soll, dann nehmt ihr einfach dicke Strähnen. So, fertig. Ihr seht, ging super schnell. Ich zeige es euch nochmal in Nahaufnahme. Einfach ein bisschen üben. Ihr müsst aber auch wissen, wenn jemand Stufen in den Haaren hat, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil dann fuseln die gerne an den Seiten raus. Also ein Fischgrätenzopf funktioniert am besten, wenn man ganz lange glatte und keine stufigen Haare hat. Sonst, wenn ihr mögt, ich kann euch auch noch zeigen im nächsten Video, wie man einen Fischgrätenzopf einflechtet. Schaut einfach vorbei. Tschüss!